Hemmingen. Nur 20 Kilometer nordwestlich der Landeshauptstadt Stuttgart gelegen und zum Landkreis Ludwigsburg gehörend, ist eine kleine Gemeinde. In dem idyllisch im Strohgäu liegenden Ort mit dem Flüsschen Glems leben rund 7.300 Menschen. Mehr als 1.500 Arbeitsplätze gibt es hier. Doch was ist Hemmingen? Landwirtschaftliche Produktionsstätte, Wohnraum oder Gewerbestandort? Hemmingen hat von allem etwas. Und es hat etwas Besonderes. Es ist ein Bioenergiedorf. Laufen und dann so da rein und dann ist da so ein Park. Das gefällt mir schon mal gut. Ja, das gefällt mir am besten. Für mich ist natürlich die Hemmingen eine Heimat. Ich mag meinen Nachbar, das ist nämlich der Direktor von der Schule. Es ist eigentlich ziemlich nachhaltig geworden. Hemmingen hat ein großes Vereinsangebot. Wir haben einen Spielmanns- und Fanfarenzug. Wir haben hier natürlich auch Jugendausbildung. Wir haben den Posaunenchor. Hemmingen ist eine kleine eigenständige Gemeinde. Sehr authentisch. An Hemmingen gefallen mir die Hemminger. Wir sind ja schon in der dritten, vierten Generation und möchten da gerne noch bleiben. Es ist eine Gemeinschaft. Im Prinzip gefällt mir alles in Hemmingen. Es gibt einfach auch tolle Gemeinden, wo man als Christ hingehen kann. Den Standort konnte ich mir nicht aussuchen. Ich bin hier geboren. Ich bin gern draußen in der Natur, eigentlich auf die Felle. Mir gefällt der Freizeitplatz am besten. Der Markt ist genial. Dass die Hemminger für meine Arbeit als Künstlerin sehr offen sind. Das Klima hier, den Arbeitsplatz, Kollegen sind auch gut, wir haben Spaß miteinander. Der Platz gefällt mir, der Eigenraum von ein paar alten Fachwerkhäusern und die Marktatmosphäre ist recht gut. Wir sind ja von Anfang an mit dabei. Wir haben mal vor über 30 Jahren relativ bescheiden in der Saarstraße begonnen, haben dann über all die Jahre uns entsprechend weiterentwickelt. Dass man hier auf dem Land lebt, dass man die Kinder einfach Kind sein lassen kann, dass die rumrennen. Am besten gefällt mir am Hemmingen, dass da meine Frau geboren ist. Dass die Schule da sind, Kindergärten da sind, Ärzte da sind, dass man einkaufen gehen kann. Und es ist einfach ein schöner Ort. Wenn ich auch schon woanders war, ich bin immer wieder froh gewesen, wenn ich Hemmingen gesehen habe, wenn ich wieder daheim war. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe mein ganzes Leben in Hemmingen verbracht und es geht auch nicht mehr fort. Hemmingen schafft das, was vielen Gemeinden schwerfällt. Den Spagat zwischen moderner Kommune und traditionsbewusstem Dorf. Schon vor mehreren tausend Jahren war die Gegend um Hemmingen gern aufgesuchtes und intensiv bewirtschaftetes Siedlungsgebiet. Im Jahr 991 nach Christus wurde Hemmingen als Klosterbesitz das erste Mal urkundlich erwähnt. Heute, mehr als 1000 Jahre später, präsentiert sich Hemmingen als unabhängige und selbstbewusste Gemeinde. Dieses Selbstverständnis hat Hemmingen vor allem seinen engagierten und überzeugten Einwohnern zu verdanken, die ihren Ort liebevoll und mit realistischem Blick kontinuierlich weiterentwickeln. Die Bürgerbeteiligung ist der Verwaltung wie dem Gemeinderat sehr wichtig. Das beweist der angestoßene Gemeindeentwicklungsplan Hemmingen 2030. Vorgehensweise der Erreichen der Kapazitätsgrenzen aufgrund der angestrebten Vierzügigkeit. Die Leitlinien der Landessitzung des GVV vorgestellt und beschlossen. Bei dem Zustimmung der Regierungsanzeige. Die Ansiedlung namhafter Gewerbebetriebe und rasante Entwicklungen in den zurückliegenden 60er und 70er Jahren veränderte Hemmingen grundlegend und gab dem Ort seine unverwechselbare und noch heute futuristisch anmutende Skyline. Die markante Wohnanlage des Wohnpark Schlossgut steht in starkem optischen Kontrast zum Ortskern. Dort um den alten Schulplatz herum bilden das Farnbühlersche Schloss mit englischem Landschaftsgarten, die Laurentiuskirche und schmucke Fachwerkhäuser die sogenannte historische Stube. Das Kinder- und Jugendhaus Astergarten ist in die Dieselstraße gezogen und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten.
hilft aber auch ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn Jugendliche eine Bewerbung schreiben müssen. Auch die Vereine leisten sehr gute Jugendarbeit. Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung wird großgeschrieben in Hemmingen. Das Kinderhaus Eberdinger Straße ist Modelleinrichtung und zertifizierte Konsultationskita für Sprache und Integration für Kinder unter 3 Jahren. Die Kita Schlosspark schlägt einmal im Monat die Brücke zu den Senioren im Kleeblattpflegeheim. Kleinen Läden und dem Wochenmarkt im Ortskern stehen Einkaufsmöglichkeiten beim Vollsortimenter und Discounter gegenüber. Der Markt findet seit fast einem Vierteljahrhundert auf dem alten Schulplatz statt. Den Namen hat der Platz vom alten Schulhaus. Weltladen findet die faire Kaffeetafel statt, die die Bürger zusammenbringt. Hemmingen wächst. Weil die Menschen gern hier wohnen, wird mit dem Neubaugebiet Helde neuer Wohnraum geschaffen. 115 Wohngebäude mit 220 Wohneinheiten sind geplant. Also das wäre natürlich ein sehr schönes Grundstück, das man sich vorstellen könnte. Dass man auch ein bisschen weg von der Bahn hat dann schon den Vorteil, weil es schon ein bisschen erhoben. Der einstige Herrenhof und ein Teil des Dorfes gingen im 17. Jahrhundert von dem Geschlecht derer von Hemmingen über die Nippenburger an die Herren von Farnbühler über. Noch heute engagiert sich die Familie von Farnbühler im Ort. Ich bin natürlich hier in Hemmingen, weil die Familie ja schon 350 Jahre oder mehr als 350 Jahre schon hier ist. Deswegen komme ich immer hierher. Seit 70 Jahren tue ich es ja auch betreuen und verwalten. Habe ja auch früher hier auf dem Land gearbeitet, was mich sehr verbunden hat, auch mit Württemberg. Man kann heute sagen, dass dieses Schloss ein Bindeglied ist zwischen dem alten und dem neuen Hemmingen und dass sich alle in diesem Haus, in diesem Schlosspark und in dieser Geschichte irgendwie wiederfinden. Die Kommune hat mit die größte Milchproduktion im Landkreis Ludwigsburg. 100.000 Liter Lebensleistung und eine Jahresleistung von 9.000 Liter ungefähr. Dank bester Böden hat Hemmingen eine ertragreiche Landwirtschaft. Diese setzt im Wesentlichen auf Zuckerrüben, Weizen, Gerste und Mais. Und vergisst aber nicht, die Böden durch Fruchtfolge schonend zu bewirtschaften. Ist eingebettet in die fruchtbare Landschaft des Strohgäus. Wir haben auf der einen Seite im Norden eher die großen Felder und auf der anderen Seite jetzt hier der Hintergrund, den man bei uns sieht, Richtung Südwesten, das Glemstal mit der Glems, mit dem Taleinschnitt, mit Wälder, mit Hecken und Sträucher und mit Streuobstwiesen. Eine ganz andere Landschaft, aber natürlich mit dem ganz eigenen Charme.
Die Lage am Rande des Stuttgarter Ballungsraums führt dazu, dass der Ort verkehrstechnisch sehr gut angebunden ist. Auch als Gewerbestandort mit großen Unternehmen ist Hemmingen bedeutend. In der Porsche-Außenstelle Hemmingen wurden unter anderem Entwicklungsarbeiten für die Fahrzeuge Cayenne und Macan durchgeführt. Im weiteren Industriegebiet befinden sich darüber hinaus schon seit vielen Jahren das mittelständische Unternehmen Helu Kabel, die Gewürzwerke Hage Süd Interspice und andere national und international tätige Firmen sowie Handwerksbetriebe. So, dass wir hier eine Vielzahl an guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden. Zum anderen sehen wir den logistischen Standort hier als gut an. Wir sind hier gut angebunden an die Autobahnen. Und da wir auch noch einen Flughafen in der Nähe haben, ist es für uns natürlich eine ideale logistische Verbindung. Wir haben hier eine kommunale Gemeinde mit entsprechenden Gremien, die sehr aufgeschlossen sind und sehr an Projekten diskutieren und auch kurzfristig entscheiden. Hemmingen darf sich Bioenergiedorf nennen. Seit 2009 hat die Holzheizzentrale mit Blockheizkraftwerk der Naturenergie Glemstal ihren Platz im Gewerbegebiet gefunden. Zwei Biogasanlagen versorgen durch Kraft-Wärme-Kopplung der Blockheizkraftwerke, Gewerbebetriebe, kommunale Liegenschaften und rund 2000 Wohnungen mit Nahwärme und Strom, also mit grüner Energie. Ja, zum 1. Januar 2015 wird nun das Rathaus, was wir hier hinter uns sehen, an die Fernwärme angeschlossen. Ebenso weitere gemeindlichen Liegenschaften wie unsere Schule, unsere Hallen und auch Wohngebäude wird angeschlossen. Und ebenfalls auch die Kirche und das Gemeindehaus und auch das Pfarrhaus werden an die Fernwärme der Naturenergie Glemstal angeschlossen. Die Verwendung von erneuerbaren Energien, etwa in Form von Mais, schafft Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und ausländischen Märkten. 2 Millionen Liter Heizöl können jedes Jahr durch nachwachsende regionale Energie ersetzt werden. Dabei bleibt die Wertschöpfung in der Region, wodurch für Landwirte, Handwerker und andere Dienstleister Arbeitsplätze erhalten oder sogar geschaffen werden. Auch in puncto Naherholung und Freizeitgestaltung ist in und um Hemmingen einiges geboten. Rad- und Wanderwege führen durch die reizvolle und abwechslungsreiche Natur des Glemstals. Der Kaiserstein ist dabei einer der beliebten Treffpunkte. Das Denkmal erinnert an den Besuch Kaiser Wilhelms I. im Jahr 1885. Ich glaube auch hier oben. Ja, kann man da auch hochsteigen? Da kann man auch hochsteigen. Cool. Es waren einmal ein König und eine Königin, die besaßen alles, was man sich nur denken konnte. Ein Schloss mit goldenem Dache. Aber das Kostbarste in ihrem Reiche war ein Garten, in dem ein Baum wuchs, der goldene Früchte trug. Zahlreiche Schloss- und Kirchenkonzerte sowie Kunstausstellungen haben in den letzten Jahren das vorhandene kulturelle Angebot sehr bereichert. Thank you.
dass ihr alle da seid mit euren super schönen Laternen. Und ich sehe, ganz viele Kinder haben ihre Laternen auch selber gebastelt. Und alle Kinder wissen auch, was heute Abend los ist. Wir werden nämlich heute Abend hier ein kleines Martinsspiel sehen mit einem echten Pferd. Erstens die Eisdiele. Ich esse in Hemmingen das beste Eis. Es kostet zwar ein bisschen mehr, aber die Kugeln sind dafür auch größer. In der Eisdiele gibt es dann auch noch eine Pizzeria. Und zweitens der Etterhof. Und der Etterhof, der ist auch ziemlich toll. Da gibt es so ein Gehege, da sind ganz viele Hirsche. Und ich sehe auch manchmal Kitze. Da, wo ein Teich ist. Und da, wo jedes Jahr Kalkwappen sind. Park, Hemminger Schlosspark. Im Turnen. Sandkasten. In Hemmingen mag ich die Bibliothek, weil man dort Bücher ausleihen kann und man kann nie alle lesen. Mir gefällt an Hemmingen, dass ich hier meinen Arbeitsplatz gefunden habe. Wir haben hier ein wunderschönes Haus in Hemmingen. Der Freizeitplatz. Das Jugendhaushalt. Die Pferdehöfe und einfach die Grünflächen. An Hemmingen mag ich, dass es sehr ländlich ist. Und ich liebe hier die Weite. Da sind auch viele Freundinnen von uns. Das ortsgeschichtliche Museum Etterhof zeigt das bäuerliche Leben des früheren Hemmingen und bietet für die Kinder der Grund- und Werkrealschule Kurse an. Der Nachbau von historischem Spielzeug ist dabei besonders beliebt. Das ist Geschichte zum Anfassen. Ja, das alte Besteck in so einer schönen Küche. Ganz, ganz edel. Hier drin ist das schöne Sonntagsbesteck. Familien finden hier ebenso Veranstaltungsangebote wie Mitmachaktionen. Vereine finden Räumlichkeiten. Lieber die, guck mal, 140 Sorten Äpfel haben wir. Das ist ein Langstiel und der ist als Blauschwanz bekannt. Das ist ein guter Wörter. Fast 30 Vereine bieten in Hemmingen Möglichkeiten, aktiv zu werden. An traditionsreichen Veranstaltungen beteiligen sie sich genauso wie an der noch neuen und ausgesprochen erfolgreichen Kulturnacht, die im zweijährigen Turnus durchgeführt wird. Deren Einnahmen kommen wiederum der Kultur zugute. So wurde zum Beispiel die Bläserklasse an der Grundschule gefördert. GSV ist halt der größte Verein in Hemmingen mit 1600 Mitgliedern, 12 Abteilungen. Turnen halt die größte, sind wir besonders stolz, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es macht einfach Spaß in Hemmingen, Sport zu treiben. Auch um immer wieder neue Ideen für Feste sind die Hemminger nicht verlegen. Damit bringen sie alle Altersgruppen zusammen und festigen die Gemeinschaft. Mit Kraft und Engagement der Bürgerinnen und Bürger konnte auch ein Freizeitplatz eingerichtet werden. Dort können nicht nur Kinder und Jugendliche herumtoben oder mit ihren Eltern und Freunden grillen. Hier stehen auch Fitnessgeräte, an denen vor allem ältere Menschen viel für ihre Mobilität tun können.
Ein Ort zum Verlieben. Hemmingen hat eines der schönsten Trauzimmer der Region. Sie dürfen die Brautin küssen. Ich habe nun das Privileg, Ihnen als Erster gratulieren zu dürfen. Das hat sich herumgesprochen. Und so kommen viele Paare speziell zum Heiraten hierher und geben sich im historischen Trausaal des Schlosses das Ja-Wort. Unser Rathaus, sicher eines der schönsten im Landkreis Ludwigsburg, vielleicht auch darüber hinaus. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Rathaus schätzen es sehr, in diesen historischen Räumen arbeiten zu dürfen. Alle sind mehr oder weniger mit der Geschichte betraut, können auch etwas zur Geschichte und Historie des Hauses und auch der Familie Farnbühl erzählen. Und auch ich mache gerne Führungen hier durch das Haus und habe mittlerweile sogar auch eine englische Führung auf Lager. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 100 Eheschließungen haben. Viele kommen extra wegen dieses schönen Gebäudes nach Hemmingen und heiraten hier standesamtlich. Wir sehen Hemmingen als eine sehr energiegeladene Gemeinde. Hemmingen hat natürlich Energie, weil sie eine jugendliche, eine junge Bevölkerung hat. Da bin ich eher für die Energie des Einzelnen, dass er die Energie aufbringt, für Hemmingen was zu tun. Ich denke, dass in Hemmingen sehr viele Menschen viel Energie aufbringen, um Hemmingen für die Hemminger lebenswert zu machen. Dass sich so viele Bürger, Unternehmen und die Gemeinde haben anstecken lassen, Hemmingen mit Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien möglichst bald zu 100% zu versorgen. Hemmingen und Energie sehe ich jetzt nicht energetisch, sondern sehe die Energie in die Menschen, die in Hemmingen leben. Hemmingen ist voller Energie und voller Power. Es ist ein Ort, in dem die Menschen leben, wo sehr authentische Leute sind, wo auch unsere Kinder leben dürfen. Und dadurch würde ich sagen, er ist energiegeladen. Ich bin selber in der Feuerwehr und stecke da auch sehr viel Energie rein. Wenn die vorbeikommen und mich grüßen und lachen und so, dann gebe ich das auch zurück. Dann gefällt mir, das ist auch eine Energie, wo man von Menschen zu Mensch kriegen, ja, oder geben kann. Hemmingen, Energie, für mich einfach, das gehört zusammen. Von jeher hat das Engagement der Menschen Hemmingen stark geprägt. Hemmingen 2030 kann kommen. Hemmingen hat Energie. Oh, hinter mir, der da, das ist der Konrad Farnbühler. Das ist ein ganz berühmter Mann. Der hat nach dem 30-jährigen Krieg hier Verhandlungen geführt. Und dann hat er sich ganz so toll angestellt, dass der das Lehen hier in Hemmingen von dem Herzog geschenkt gekriegt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann. Deswegen gibt es ja unser schönes Hemmingen heute. Thank you.